Schalter angetippt, Licht an. Smartphone in die Ladestation und schon lädt der Akku. Weihnachten ohne Lichterketten, undenkbar. Unser Alltag ist bestimmt von der Nutzung und dem Verbrauch von Energie. Ein Leben ohne Strom ist für uns nicht mehr vorstellbar. Und jeden Tag verbrauchen wir Unmengen davon, sei es für unser heißgeliebtes Handy oder zur Kühlung unserer Speisen und Getränke. Aber fossile Energiequellen wie zum Beispiel Kohle oder Erdöl sind bald verbraucht. Geht uns dann das Licht aus? Nein, denn Handwerkerinnen und Handwerker wie hier bei Wisola in Kaisersesch arbeiten jeden Tag daran, dass die Energiewende gelingt. Dass also der Umstieg auf erneuerbare Energieformen wie zum Beispiel die Photovoltaiktechnik vorangetrieben wird. Wenn man mal überlegt, dass die Sonne innerhalb eines Tages so viel Energie auf die Erde liefert, die die ganze Menschheit in einem Jahr braucht, dann kann man sich eigentlich sicher sein, dass die Photovoltaik die Energiequelle der Zukunft ist. Damit das gelingt, suchen Unternehmen wie Wisola nach Fachkräften wie Elektronikern für Energie- und Gebäudetechnik. Mit der Ausbildung legt man den Grundstein für einen Beruf, der selbstständig im Wandel ist. Als Elektriker oder Elektroniker hat man ein wahnsinnig breites Spektrum. Man kann in den Maschinenbau, man kann in normalen Anlagenbau, aber auch normale Elektroinstallationen machen. Also die Möglichkeiten, die man mit einer abgeschlossenen Ausbildung im Elektroberuf hat, die sind sehr breit gefächert. Wenn man nicht auf dem aktuellen Stand der Technik ist, ist man nach circa anderthalb Jahren nicht mehr up to date und das Know-how sitzt in einem anderen Unternehmen und dann wandern die Kunden ab. Man muss also gerade in den erneuerbaren Energien immer auf dem aktuellen Stand der Technik bleiben. Ausbildungsmeister Matthias Darscheid sagt, worauf es sonst noch ankommt, möchte man erfolgreich die Ausbildung absolvieren. Man muss sehr viel Verantwortungsbewusstsein mitbringen. Man muss auf der Baustelle oder vor Ort sich alles sehr genau anschauen. Und mich reizt es halt eben, immer was Neues zu machen. Im Elektroberuf steht die Technik nicht still. Es gibt immer neue Sachen, die man dabei lernen muss und immer dazukommen. Und gerade in der erneuerbaren Energiengeschichte ist es halt eben ein sehr, sehr rasant wachsender Markt und sehr, sehr schnell verändert. Und das reizt mich. Mit ihrer Arbeit leisten Elektroniker also einen wichtigen Beitrag zum Umwelt- und Ressourcenschutz. Und die Nachfrage nach erneuerbaren Energieformen steigt ständig. Wir bauen große Flächen und haben in den Jahren, als es so mit der Photovoltaikanlagen begann, sehr viele Kunden gehabt, die mit diesem Anliegen auf uns zukamen. Wir haben dann einen Partner gesucht, den haben wir mit der Firma Wisola gefunden. Aber wir waren auch sehr schnell überzeugt davon, dass es sich rechnet, dass es wirtschaftlich ist, dass es nachhaltig ist. Wir sparen CO2 ein und möchten damit auch einen Beitrag leisten für eine saubere Umwelt. Dank den Handwerkerinnen und Handwerkern wie Martin Gött und Matthias Darscheid geht uns also auch in Zukunft ein Licht auf. Und wer jetzt Lust auf eine Ausbildung mit Zukunft hat, der schaut einfach mal ins Internet unter hwk-koblenz.de oder fragt direkt bei den Ausbildungsberaterinnen und Beratern der Handwerkskammer Koblenz nach.